Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Hier auf meinem Kanal für die Nintendo Switch und es ist die Remastered-Version, allgemein so die erste für die Switch. Ich würde sagen, wir rennen hier jetzt mal rum und machen mal was. Was denn? Meine Seele. Leiche plündern. Menschlichkeit 3. Okay, beim letzten Mal stand ich hier und konnte irgendwie... Man kann auf jeden Fall hier eine Aushöhlung umkehren. Ich weiß eigentlich nicht, was es heißt. Eine Menschlichkeit. Okay, das ist jetzt immer nur das Rasten. Macht ja auch nichts. Man sieht, es ist der Estus auf 10 erhöht. Was natürlich sehr cool ist, aber werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Dann lass mal gucken, ob wir hier weiterkommen. So, also welchen Weg wir gehen. Also es gibt eine Glocke oben, hat er uns erzählt, und es gibt eine Glocke unten. Welche wir jetzt als erstes nehmen, uns überlassen. Gucken, ob es hier irgendwo Gegner gibt. Ich renne hier einfach so ziellos drauf los. Noch links gehen? Ach, da gibt es einen Friedhof. Da ist eine Seele. Und da liegt auch ein paar Schwerter und Schilde. Kann man die aufsammeln? Oh. Oh. Was ist hier los? Relativ stark. Oh, hüpf mal. Zack. Oh. Oh, 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 oh. Warte mal. Warte gleich mal. Oh! Blutverlust und ich sterbe. Ah! Das ist ja krass. Das ist ja krass. Okay, die muss man ein bisschen anders bekämpfen. Die sind ein bisschen stark. Naja, was heißt stark? Man kann sie gut bekämpfen, aber es sind natürlich zwei gleichzeitig. Nicht clever von mir, gleich die anzugreifen. Wir gehen trotzdem nochmal dahin. Ich würde ganz gerne meine Sachen wieder haben. Huch da. Huch. So. Kann man hier ins Wasser gehen? Passiert irgendwas? Das passiert nicht. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas drin. Eine Schatzkiste, die leer ist. Ist ja super. Eine super Schatzkiste. So, wir gehen nochmal runter. Da liegen ja schon ein paar Seelen. Unsere Sachen, vielleicht können wir hier runter gehen. Oh. Nein! Okay, jetzt gebe ich zu, das war sehr, sehr dumm. Sehr, sehr dumm war das. Ja, so ist es halt. Sehr dumm. Okay, wir müssen uns ein bisschen mit der Kampftechnik auseinandersetzen, denn sonst kriegen wir das nicht hin, hier einen Stich zu sehen bei den Gegnern. Bescheuert war das denn von mir? Na gut. Also das ist locken. Das ist ein harter Schlag. Probieren es nochmal. Wie blöd, wenn man hier gar nicht runter kann. Wo liegt denn das hier oben jetzt? Nein. Egal, wo wir runterkommen, irgendwo erheben die sich. Beziehungsweise da hinten sind ja ein paar. Da müssen wir also nicht hin. Da sind auch welche. Wir probieren es noch einmal, diesen Weg zu kommen. Sollte es nicht klappen? Ach, scheiße, kommen beide. Oh. Oh.
okay. Ich glaube, die sind einfach zu stark für mich. Das kriege ich nicht hin. Ich gehe einen anderen Weg. Ich glaube, wenn ich mich besser mit der Mechanik auskennen würde, vom Kampftyp her, also wie man kämpft, würde es wahrscheinlich leichter gehen. Einfach nur Haut drauf, Aktionen bringen hier nichts. Ja, ist wie bei Bloodborne, ne? Immer üben, üben, üben und dann kommt man weiter. Okay, machen wir auch. Gehen wir einen anderen Weg. Es gibt ja mehrere hier. Gucken wir, ob ich hier irgendwo was anderes finde, wo wir hin können. Verloren haben wir in dem Sinne nichts. Wir hatten ja nichts aufgenommen. Großartig, an Seelen. Thanks. Brandbombe. Irgendwie auswählen? Pass mal auf, die wählen wir mal aus. Bup, bup, bup. Das war ganz clever. Ich wollte die da oben gerne hin haben. Hat man die da nicht reingesetzt? Bestimmt, oder? Warte mal. Ah, okay. Ja, Brandbombe. Okay, sehr gut, haben wir die auch da? Können wir noch mehr hinsetzen? Noch da, Menschlichkeit. Erhalte einen Menschlichkeitspunkt und kriegt Einsatzzeichen. Teleport zum Leuchtfeuer. Okay, haben wir auch. So, also wir können jetzt immer wechseln. Gehen wir erstmal dahin. Da ist schon eine Brandbombe jetzt verballert haben. Hier über die Mauer. Was sehen? Wie sehe ich gerade nicht? Weiß auch nicht, wie viel Schaden diese Brandbomben machen. Sieht jemand? Gestenmenü. Achso, okay. Na. Ah. Okay. Oder hoch. Der Netter. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Okay. Na gut. Hier oder links gehen? Mal raus, einen anderen Weg. Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Gut. Er will ja nichts mit uns zu tun haben. Ja. Aber wo war die? Wir müssen so oder so wahrscheinlich da längs. Man, glaube ich, nicht dran vorbei. Ein Weg, ne? Tatsächlich nur diese beiden Wege. Oh, hier können wir noch hoch. Dann. Noch eine Etage hoch oder es geht hier? Da geht es einfach nur runter. Nichts. Noch einen. Okay. Aber hier geht's auch nicht weiter. Springen kann man ja nicht, sonst würde ich auf die andere Seite springen. Okay, hier ist auch nichts. Da runter. Oh, das ist gar nicht so tief, glaube ich. Ja, aber wir kommen hier nicht weiter irgendwie. Hier ist eine Kiste. Mehrere Kisten. Sind aber auch Gegner unten? Nein, nicht so. Holen wir mal eine Kiste hier. Ein Morgenstern und ein Talisman. Also gucken wir gleich mal rein. Hätte er vielleicht austauschen, ja? Ein Morgenstern. War ganz gut.
Ring haben wir noch nicht. Ist eine Talisman gut. Keine Ahnung. Ist die Kiste? Einkehrt noch. Also, der Morgenstern, wie schlägt der sich denn? Und ich gerade schnell, ne? Im Säbel. War noch eine Truhe, genau. Geborstener Augapfel. Ah. Auch nicht verkehrt. Frage, wie wir hier wieder rauskommen. Da ist ein Weg. Da noch eine Kiste. Lloyds Talisman. Okay, hier kommen wir runter, aber dann tauchen natürlich gleich die Spinner auf. Oh. Weiß nicht, ob die hinterherkommen. Glaub nicht. Gut, rasten wir einmal hier. Gleich schon aufsteigen können wir wahrscheinlich nicht, ne? Da will ich Seelen für, ne? Gar keine Seelen, okay. Okay, so, jetzt gehen wir jetzt mal zurück und jetzt können wir die auch killen. Jetzt haben wir die Brandbomben, ja. Ich kann mir ja ein, zwei Brandbomben werfen. Und dadurch die irgendwie so ein bisschen angreifbar mehr machen. Denn mit dem einfallenden Kampf bin ich irgendwie gerade so ein bisschen schlecht organisiert. So, wir probieren es mal. Bin gespannt. Mal drunter gefallen. Gar nicht so verkehrt. Oh. Eine Stelle, wo ich besser kämpfen kann. Los! Boah, ich brauche ganz schön viel Energie hier, um die zu töten. Oh nein! Nein! Och Manno, das ist doch scheiße, ey. Ich hatte den doch so weit, den einen. Oh, na gut, aber die Taktik wegzurennen ein bisschen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Boah, das regt mich jetzt ja ein bisschen auf. Euch bestimmt auch, weil denkt euch, warum kommt der Typ nicht weiter? Oh, ist auch gar nicht so leicht zu kämpfen gegen die. Also ich finde das irgendwie ganz schön hart. Aber man wächst ja an seinen Herausforderungen. Okay, probieren wir es nochmal. Kann ja auch gar nicht sein eigentlich. Aber die sind so schwer leider. Brandbomben haben mir irgendwie gar nicht geholfen. Oder ich benutze sie falsch, ich weiß auch nicht.
Wir müssen leider hier durch, es gibt keinen anderen Weg. Nein, warum hauen die? Die hauen noch mal beide gleichzeitig so beschissen zu. So ein Kack! Okay. Man könnte natürlich die immer auf die. Versuchen, die runterzuhauen von der. Von oben, dann ist immer einer unten. Das ist ja scheiße. Ich muss sie doch irgendwie. Okay, ich mach's nochmal gerade eben wie gerade eben. Ich lock sie einfach immer irgendwo hin und versuch dann zu kämpfen, haut dann wieder ab. Versuch dann zu kämpfen, haut dann wieder ab. Und versuch dann zu kämpfen. Das ist, glaube ich, eine Taktik, die ich jetzt machen muss. Sonst komme ich nicht weiter. Später werde ich wahrscheinlich schneller gegen die kämpfen können, aber jetzt gerade irgendwie kann ich gar nichts gegen die. Geh mal da hoch. Ich will mal sehen, wo man da hinkommt. Geh erstmal hier längs. Ist da noch irgendwas, was. Was helfen kann. Eine Seele. Wir machen es einfach mal so. Wir regenerieren ja nicht ihr Leben, glaube ich. Deswegen wecken wir sie auf, rennen hier hoch und hauen ein bisschen zu. Legen wir unsere Sachen. Also, unsere Nicht-Sachen. Kann ich zusammenbauen? Mal hinterher. Oben sitzt der Vogel die ganze Zeit, habe ich gar nicht gesehen. So. Bin mal gespannt, wie wir die erledigen wollen. Bei einem Bogen wäre nicht schlecht. Jetzt haben sie uns gesehen. Oh. Na, haut aber. Na, auch zu. Okay, ist schon mal runtergefallen. Weiter laufen. Zack, hier runter. Das war gar nicht so schlecht, von oben den zu zerschmettern. Nur, dass er alleine reinkommt hier. Will ich auch mal hauen. Nein, lauf! Oh. Ja, einer ist tot. Der erste. Der erste ist tot. Und man muss sagen, ich bin ganz schön schlecht. Aber mit dem Baugestein kämpft sich's leichter gegen die. Da sie immer irgendwie gleich den Schädel zertrümmert bekommen. So, gucken wir, ob wir den anderen auch noch erwischen. Wo immer der ist. Hat er sich noch da unten rum? Ja. Komm her. Oh nein! Okay, das war schlecht. Richtig schlecht. Bringen. So. Das war gar nicht so verkehrt. Ich mache das von hier oben fertig. Und bleib schön hier.
Da. Hehehe. Das ist auch gar keine so eine schlechte Taktik. Oh. Oh, wir haben es geschafft. Tatsächlich haben wir es geschafft. Trink mal lieber trotzdem was. Puh. So, jetzt dürfte hoffentlich tritt jetzt keiner noch hier unten auf. Waren die einzigen. Da hinten sind auch noch zwei. Was sind die? Skelette. Da liegen noch mehr Skelette. Also wir müssen noch einige Kämpfe hier leisten. Kommen wir nicht drum rum. Da unten sind auch noch welche. Also eigentlich, glaube ich, sind die Kämpfe gar nicht so doof. Aber doch schon schwer. Wenn wir da jetzt hochrennen. Rennen wir kurz zurück. Also zu denen da hinten rennen wir jetzt nicht hin. Vielleicht können wir den hier unten fertig machen. Einer oder zwei? Einer? Auch jetzt? Ja, lass uns hochrennen. So. Nein, trink doch nicht, zu spacken. So. Guck mal ganz kurz auf unsere Schilde. So, das andere Schild. Okay, da sind schon die. Einer kommt auf jeden Fall hier hoch. Man sieht. Soll er ruhig kommen. Er hat einen Krummsäbel dabei. Lauf! Lauf doch! Mein Gott, ist der träge, der Typ, ey. Das ist ja der Hammer. Wie träge der ist. Der ist echt träge. Schockt ja gar nicht. So, komm her. Okay. Also jetzt alleine kann ich sie ganz gut fertig machen, aber wenn die zu zweit kommen, bin ich, glaube ich, ein bisschen gearscht. Gucken wir, ob wir den nächsten auch noch platt machen können. Zieht sich alles, gebe ich zu, Leute, aber ich könnte das Leuchtfeuer jetzt auch nicht benutzen da unten. Ich würde es gerne benutzen, aber wenn ich es benutze, dann tauchen die ja wieder auf. Wo ist ein anderes Skelett hin? Läuft noch da unten rum, okay. Ah, du willst da stehen bleiben? Okay. Hab ich nichts gegen. Ist er runtergefallen. Weckt er die anderen auf oder ist er tot? Nö. Ist tot. Sehr gut. War zwar nicht so geplant, aber besser als andere. So, gehen wir mal hier runter. Weiß nicht, ob da noch was war. Können wir mal gucken. Dann haben wir wohl ein paar Skelette wieder. Ach Mann, ey, es sind aber auch viele. Immer zwei, ne? Immer zwei. Gut. Taktisch nochmal ein bisschen vorgehen. Ja, was heißt taktisch? Ich versuche sie einfach hier in den Hinterhalt zu locken. Nicht so viel mit Taktik zu tun. Aber es ist für mich einfach einfacher. Oh, der hat sogar ein Schild.
Gibt's von oben kommen jetzt? Vielleicht habe ich mich vorgehabt. Oh nein! Lauf doch mal, du blöder Heini, ey. Bewegt sich echt wie eine Schlaftablette ab und so. Ich glaube, ich brauche mehr Agilität hier. So. Oh, das regt mich ein bisschen auf, ne? Kriegt man das mit? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist schmerzend. So, ein Skelett läuft noch da hinten rum. Da hinten steht es. Können wir das ja hier irgendwie killen mit so ein bisschen hin und her gehopse. Ja. Oh nein. Komm her, du. So. Okay, also ich glaube, ich habe den Dreh ein bisschen raus, vielleicht. Mit einzelnen zumindest. Ich glaube, man könnte die auch so ein bisschen hinten ja ermorden. Umdrehen, ist eigentlich schneller. Und wieder welche. Ey, sag mal, wie viele von diesen Iopais sollen hier rumlaufen? Okay, wir machen einmal die hier hinten in der Ecke fertig vor, bevor wir die hier machen. Ich habe nämlich Angst, dass ich immer irgendwann mal da reinlaufe. Und die dann einfach so aufwachen und mich töten. Kommen sie? Oder sind nämlich zwei? Ein, der hier hinkommt. Der andere kann wegbleiben. Geht gleich mal hier hoch. Beide gelaufen, so ein Scheiß. Hier längs laufen kurz. Oh nein! Naja, im Wasser ist nicht so schlimm, ne? Aber clever war es trotzdem nicht. Das sind beide unten, na super. Die haben wir ganz toll hingekriegt. Bringt trotzdem mal was. Bist du sicher? Oh nein! Ah! Lauf! Scheiße, zwei. Oh, der ist tot. Super. Oh nein, da steppt er mich von hinten. Da. Oh, lass ihn doch los. Brauchst nicht angucken. Er ist ein Spaß. Lauf weg.
Ah, ist runtergefallen, okay. Warte, warte. Ich dachte, ich wäre auf ihn drauf gelandet. Bin ich aber nicht. So. Och, Mist, was machen wir denn jetzt? Wir haben kaum noch Energie, alle Flakons verbraucht. So richtig viel weiter werde ich da wahrscheinlich auch nicht mitkommen, ne? Aber kann ich vielleicht irgendwie eine höhere Stärke holen? Bloß die kommen ja alle wieder, die Gegner, wenn ich jetzt da ans Leuchtfeuer gehe, ne? Das ist ja blöd. Wenn ich raste, kommen sie alle wieder. Das macht keinen Sinn. Okay, gehen wir weiter. Wir es so schaffen, irgendwie zum nächsten Leuchtfeuer zu kommen. Ja, es ist so. Wenn ich jetzt raste, dann rasten die aus. Eigentlich, wenn ich nicht raste, dann kann natürlich auch sein, dass alles weg ist nachher, ne? Seele, ne? Was machen wir? Rasten wir und versuchen sozusagen weiterzukommen? Also indem wir eine... Wir sind ja wieder... Ich glaube, wir gehen einmal zum Lagerfeuer. Rasten und versuchen, unsere Attribute zu erhöhen. Haben ja ein paar Seelen gesammelt. Vielleicht klappt's ja. Wenn nicht, dann nicht. Dann sind die Gegner natürlich alle wieder da, müssen die nochmal killen. Aber so nach und nach habe ich ja so ein bisschen vielleicht den Dreh raus, wie ich sie killen kann. Und das würde uns ja helfen. Definitiv. Boah, hier ist er runter. So, ich wollte mal gucken, ob hier irgendwas drin ist eigentlich mal. Ich glaube nicht, ne? Nope. Seelen da drin versteckt sind. Alten Urne. So, jetzt sind natürlich alle Gegner wieder da. Aufsteigen können wir auch nicht. Wir brauchen mindestens 741. Menschlichkeit haben wir auch nicht. Ja. So, das war ein kleiner Einblick in die erste Runde. Aber in der nächsten Runde sind wir ein bisschen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.